So, dann wollen wir mal. Ja. Genau. Tja, auf die jetzige Map freue ich mich schon richtig heftig. Episode 2, Map 6 ist so eine Map. Da ist halt so viel dunkel und da muss man so viel mit Licht arbeiten. Also, ne, mit diesen komischen, ja. Ich meine, gut, für uns eigentlich gar nicht so das Problem, weil wir haben ja dieses Nachtsichtgerät. Aber trotzdem, da sind so viele Lost Souls und so viele enge Gassen, wo ganz viele Gegner kommen und alles und. Wer erfindet so eine Scheiße? So, was ist hier? Einfach mal die Klappe halten. Oh! Beide mit einmal tot, easy. Hier geht raus. Ja, das ist auch so eine Stelle, die ich hier hasse. Löff. Warum gibt es hier kein ABC-Anzug? Bist du dazu verdammt, Schaden zu bekommen? Kannst du machen, was du willst. Ich hatte so eine Stelle, wo du Schaden bekommen musst. Vor allem, wie gesagt, hier, das ist ja super lame. Aber wenn ich jetzt gerade Sachen mit Brudeldoom zum Beispiel spiele und da wieder diesen Tactical Mode spiele, dann kriege ich den achtfachen Schaden. Da hast du keine Chance hier. Selbst wenn du komplett Herz hast, komplett Rüstung, also 200-200, du stirbst einfach. Und du kannst nichts dagegen machen. Außer heulen. So, hier wird auch gleich hässlich. Wo soll man immer eine neue Waffe einheizen? Zum Beispiel. Die haben alle nur so Tennismagazin, sag mal. Komm mal hier. Aua. Oh. Habe ich jetzt was noch mal was geöffnet? Nee, ne? Nö. Hier gehen wir erstmal später rein, denke ich mal. Gut. Wir machen erstmal hier sauber. Digga, wie konnte ich den hier vorne nicht getroffen haben? Wird mich verarschen? Ja klar, jetzt überlebt halt noch. Stirb halt. Danke. So, die andere Seite machen wir ein bisschen auf von vorne. Oh! Kommt die denn schon her? Oh! Wo kommt die denn schon her? Müssen die nicht erst viel später kommen? Hier ist noch zu. Ich sollte öfters mal Ultimate Doom spielen, hä? Oder Doom Ultimate. Uah. Das ist doch jetzt noch einer. Hallo? Uah. Was zur Hölle? Hallo? Ja, dann Leertaste. Ah, geht doch. Was? Ne?
Okay. Hab's verstanden. Granate! Arschloch. Ihr kriegt mich nie! Vielleicht sollte ich sie doch erledigen. Man weiß nie. Später blockiere ich mich hier noch irgendeinen Weg oder sowas, ne? Hallo? Wow! Wo kommen die denn alle her? Was? Ey, diese Pinkies, ne? Ich frage mich immer, wie weit die beißen können. Die müssen 3 Meter Zähne haben, ne? Weil wenn die beißen, die können gefühlt, weiß nicht, mehrere Meter von dir wegstehen. Die treffen mich einfach trotzdem. Interessiert die gar nicht. Die haben so ein Leck mich am Arsch hier. Mit der Physik. What the fuck? Okay, das war jetzt nicht geplant. Witzig, dass das trotzdem funktioniert hat. Ich sollte mich mal heilen. What the fuck? Alter, wird gerade ganz schön heftig. Nochmal. Ja, sollte reichen. Ach was, komm. Hier gibt es so viele, die verkaufen die sogar. Nicht überall rausgeschissen oder was? Auf der anderen Räume habe ich eigentlich keinen Bock. Weil der Raum hier ist, glaube ich, scheiße. Alter. Keine Ahnung, was der Raum der scheiße ist. Ja, da ist nämlich so ein scheiß Quascher. Ich hasse den Raum. So. Ist aber Feierabend hier. Kein Bock mehr. So, wir brauchen noch den roten Key. Na, das wird ja spaßig. Hätten wir das auch schon mal geschafft? Nee, du da ist. Ja, Alter! Rennt der mir hier vor der Visage und was mit dem Fall?
da noch jemand? Ja. Wollte gerade fragen, Alter. Ich hatte, wenn man schießen möchte und in dem Moment die Tür zugeht. Wo denn? Alter! Komm mal, klar auf dein Leben. So, hier kommen wieder ganz viele Geister raus. Wir hätten jetzt Lost Souls. Nee, oder? Oh boy. Das ist die im Shotgun mit der Trommel. Auch Trommel-Shotgun genannt. Oh boy. Die Frage ist, lohnt sich die? Weil die hat leider kaum Durchschlagskraft. Von daher würde ich die hier fast lieber behalten. Weil, ne, die ist halt eine taktische, aber die ist halt ultra geil. Komm, wir nehmen die einfach mal. Weil die taktische Schrotflinte finden wir später auf jeden Fall noch, weil jeder 20. Shotgunner droppt so ein Ding. Also, keine Ahnung, ob jetzt wieder 20 ist, aber wir kriegen die auf jeden Fall wieder zurück, während die hier wirklich selten ist. So, ach, wisst ihr was? Hier, komm. Oh, Liberty. Die ist so schön. Habt ihr gesehen, ne? Wie gesagt, immer 4 Schuss. Und dann wird quasi einmal durchgedreht. Das sind quasi einfach nur 4, also ne, bei der Shotgun werden die Patronen in so einen unteren Lauf gelagert. Und davon hat er halt nicht nur einen, sondern halt 4 Stück und die werden halt quasi durchgedreht. Wenn ihr euch vorstellt, wird quasi erstmal ein Lauf entleert, da sind immer 4 Stück drin. Und deswegen ist quasi nach 4 Schuss, muss die Trommel halt um ein Viertel drüben gedreht werden. Man kann die aber natürlich auch manuell drehen, und zwar in dem Fall hier mit Rechtsklick. Nein. Was war das denn? War das die C-Taste? Ah, ja genau, okay. Jetzt hat man wieder 4 Schuss. Jetzt hat man wieder 4 Schuss. Wieder 4 Schuss, wieder und so weiter und so fort. Ansonsten halt nach 4 Schüssen dreht sich halt automatisch. Und ja, hier wird es natürlich einfach nur zurückgesetzt in dem Spiel. Ne? Das heißt, er merkt sich jetzt nicht, in welchem Lauf wie viele Schuss noch drin waren, sondern quasi einfach nach 4 Schuss muss entweder gewechselt werden oder er wechselt automatisch. So, wir nehmen mal wieder hier eine ordentliche Waffe. Ne? Shotgun lohnt sich hier, finde ich. Bäh. Ich sag mal so, Nope, leckt mich. Nee. Ihr kriegt mich nicht. Sehr schön. Direkt mal so einen wilden Mob ausgewichen. Apropos wilder Mob. Ja, das erwartet uns in der nächsten Folge. Bis dann.